Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Trials Evolution. Und diesmal etwas anders, als euch das eigentlich gewohnt ist. Kein Multiplayer, kein Tutorial bis jetzt und keine Community-Strecken. Ja, nämlich was ganz Neues. Ich habe mir das so nebenbei mal gedacht, während ich meine Platin-Medaillen gejagt habe. Und das ist es auch. Wir werden Platin-Medaillen jagen, soweit ich möglich das kann, würde ich sagen, oder dazu Lust habe. Ich kann euch zeigen bis jetzt, was ich da so bekommen habe. Ist jetzt nicht alles, habe ich jetzt auch nicht wirklich alles richtig gemacht, also ich muss da noch ein bisschen länger dran sitzen. Muss mich da ein bisschen mehr verfassen jetzt einfach mal. Es sind auf jeden Fall noch einige offen, muss ich sagen, wo ich noch machen muss auf Platin. Und ja, die werden wir dann nach und nach, also nicht alle, aber wenn ich mal so Lust habe und so, werde ich dann mal Platin machen. Ja. Und ich werde versuchen, das möglichst in 15 bis 20 Minuten unterzubringen. Wenn ich es nicht schaffe, in 15 oder 20 Minuten, je nachdem, ja, dann könnt ihr mich bestrafen von mir aus, ist klar. Ich weiß, aber sowas dauert meistens echt ewig, kann ich mir, ich habe da schon bei einigen echt Zähne ausgebissen manchmal, also wo es länger gedauert hat. Außer bei hier, ganz unten, die habe ich innerhalb von zwei, drei Durchlaufen, also innerhalb von zwei Minuten habe ich die auf Platin geschafft. Weiß auch nicht warum, es war relativ einfach. Und auf Extreme habe ich noch gar überhaupt keine Platin, das, doch, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Naja, und wie ich mache mal auch schwer. Ich suche mir manchmal so eine raus, wo ich jetzt denke, die würde ich jetzt wahrscheinlich hinkriegen auf Platin. Und wir machen Schrottplatz. Ich bin da auf Platz 3600 noch was. Zwei Fehler und 45,646 Sekunden für Platin. Keine Fehler und 45 Sekunden genau. Okay, das wäre doch was Nettes, oder? Fangen wir doch mal an. Nur zur Info, ich muss mich ja schon etwas konzentrieren und ja, schauen, wie ich das hinkriege. Also werde ich jetzt nicht so viel kommentieren, aber vielleicht könnt ihr euch besser daraus schätzen, wie so eine Platin-Medaille aussieht, wenn man wirklich sich anstrengt. Für die manchen. Obwohl ich sehr oft failen werde. Gerade am Anfang. Jupp, hier sehen wir schon wieder. Ja, ja, so sieht's dann aus ungefähr, so ungefähr. Manchmal ist es dann wirklich nur ein bisschen, wo man dann failt. Wo man sich dann die Scheiße aufregen könnte, bis zum geht nicht mehr. So wie jetzt gerade, also es hätte durchaus besser sein können. Und fail, okay, wieder frisch. Und so geht das dann die ganze Zeit, muss ich sagen. Also es wird nicht viel kommen, hier schon wieder fail. Meine Fresse, geht auch wieder und wieder fail. Ja, komm. Ah, wie zum Scheißding da am Schluss. Fail. Fail. Okay, der geht ja fast noch. Fail. Fail, habe ich gesagt, du. Wenn ich das sag, durch Fail, dann ist Fail. Ah, komm. So, ah. Ah, fail, 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 fail. Und wieder frisch. Ja, so sieht's aus, Leute. Ist nichts Interessantes. Ich wollte es mal ausprobieren. Vielleicht kommt es gut an, vielleicht nicht. Ich glaube, das kommt richtig scheiße an. Weil ich das keine Scheiße antun will, hier übel zu failen, hier dauerhaft. Und das auf Platin. Das wäre was. Normales müsste ich eigentlich eine Strecke aufzeichnen, wo ich jetzt mal ein Platin gemacht habe. Und dann dazu kommentieren. Aber das wäre halt relativ schnell, würde das gehen. Und es würde übelst viel Aufnahmezeit von mir kosten. Ja. Aber es wird vielleicht mal wieder eine Multiplayer kommen. Oh Gott, jetzt darf doch nicht wahr sein. Multiplayer wird wahrscheinlich wieder kommen, ein bisschen. Komm, zieh, zieh, Junge. Zieh, Junge. Zieh, was du hast. Ah, komm, komm. Mein eigenes Dings überholen. Und fail. Komm, das kriegst du noch hin. Nein! Also das ist echt das Einzige, wo ich ein bisschen die Probleme habe. An der Stelle da hinten. Ja. Gerade Anfang ist jetzt nicht so gerade übelst hammergeil, muss ich sagen.
Obwohl, man könnte da unten runterfahren. Müsste ich mal ausprobieren, ob das schneller ist. Ich glaube aber nicht. Genau die Stelle kotzt man voll an, wenn man zu schnell ist. Aber wann ist das schon der Fall? Oh, jetzt komm schon. Ah, da bin ich zu viel und zu hoch gesprungen und zu schnell gesprungen. Na, was nicht schlecht wäre, wäre jetzt Dings einzublenden lassen. Wie der Controller, wie ich da Gas gebe. Das funktioniert aber nur bei einer Wiederholung. Leider. Das hätte man doch eigentlich auch so einblenden können. Oh, jetzt stoppe ich aber lieber ab. Komm, 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 zieh, Junge, zieh. Ah, die Stelle habe ich jetzt auch noch nicht richtig ausprobiert. Also, so weit kam ich noch nie flüssig. Nein! Ach, komm schon! Ich fahre das so super sauber runter und was macht der? Bleibt einfach mal so an der Stelle hängen, wo er sagt, ey, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Und so, vergiss Platin, kriegst du so nie dein ganzes Leben und so ein Scheiß. Naja, komm. Ach, komm, wegen der falschen Aufkommen hier wieder. Das gibt's doch nicht. Nein, nein, oh Gott, das ist alles Sackdudel. Ja, okay, vielleicht. Ach Gott, ich schaff den Sprung nicht, gescheit flüssig wieder. Ah, geht doch. Warum nicht gleich so? Oh, verdammt, der war dreckig. Der war doch verdammt scheiße dreckig. Wow, wow, aufpassen, aufpassen. Ja, das traue ich mir jetzt nicht ganz so flüssig da. Und, wie hat's geschafft? Wie hat's geschafft? Wuh, 3 Sekunden sogar noch rausgeholt. Und Platin, na, das war doch jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hey, ich hätte vielleicht noch so eine Sekunde raushauen können. Und ich bin auf Platz 2826. Ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und wir haben jetzt insgesamt 6 Minuten gebraucht. Pi mal Daumen. Sag ich mal. Okay, 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 okay. Dann schauen wir mal in der Weltrangliste nach. Bestenliste natürlich, Weltrangliste. Und ich befinde mich zurzeit auf 6723. Okay, ich bin jetzt ich bin 400 Plätze hochgekommen. Und 6723 davon insgesamt 654.923. Ich muss sagen, das ist eigentlich gar keine schlechte Leistung, finde ich das, von über eine halbe Million. Ich finde das gar nicht so schlecht. Okay, außer die lieben Freunde von mir hier oben, Vegas und Beats, die sind sogar einen Trades-Clan sogar. Also die sind echte Vollpro-Profis, da muss ich echt meinen Hut abziehen, das ist wirklich respektwürdig, also total. Ja, und dann schauen wir mal. 10 Minuten, wenn wir ihn kriegt. Das passt doch. Und es lohnt sich dann natürlich bei sowas nie noch eine zu machen. Obwohl ich jetzt nicht wüsste, was wir jetzt ansteuern könnten als nächstes. Ich werde. Da muss ich schauen. Ich werde als nächstes die einleiten. Eingeschleust. Ich habe die bis jetzt noch nie verbessert, glaube ich. Probiere ich. Die machen wir aber als nächstes Mal und ja, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.